Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ihr seht, Barbie ist nur im Badeanzug. Die ist auf der Suche nach einem tollen neuen Kleid und da werde ich ihr auf jeden Fall helfen. Ich zeige euch heute, wie man ganz einfach ein Barbie-Kleid selber machen kann. Ihr braucht ein Stückchen Stoff, da habe ich so einen ganz flauschigen Stoff, so ein bisschen im Leoparden-Look. Der ist ungefähr 20 x 20 cm groß. Ihr braucht zwei Sicherheitsnadeln, zwei Bänder, die sind ungefähr so 20 cm lang und eine Schere. Ich habe Barbie mal mein Haargummi geliehen und ihre Haare alle zusammen gemacht, damit die nicht im Weg sind. Barbie muss mir nämlich jetzt helfen. Die lege ich jetzt auf den Stoff, also die bunte Seite nach oben und Barbie legt sich da mit dem Bauch drauf. Und ich lege den Stoff einmal so um ihren Körper herum, nicht zu eng. Und ungefähr in der Mitte vom Stoff, hier so, da führe ich jetzt meine erste Sicherheitsnadel durch. Also einmal einwickeln, die Stoffe hier übereinander legen und hier innen einmal festhalten. Und da kommt die erste Sicherheitsnadel durch. Am besten einmal reinstechen. Durch beide Stoffe durch und dann wieder zurückstechen und dann hier zumachen. Damit die nicht wieder aufgeht, kann man die auch ein bisschen zusammenbiegen. Das kann man zum Beispiel mit der Schere oder am besten helfen da die Eltern. Da kann man das einfach ein bisschen so zusammenbiegen, damit die Nadel nicht wieder aufgeht. So, jetzt muss Barbie da einmal rauskommen und sich einmal an die Seite legen. Jetzt brauchen wir das erste Band, das lege ich jetzt so darunter und jetzt schlage ich hier oben den Stoff so um. Also jetzt ist auf einmal der schöne bunte Stoff außen, oben und das Band ist hier oben so drin. Das Band kommt jetzt hier an den beiden Seiten raus und hier unten lege ich das jetzt übereinander, also an beiden Seiten ist es jetzt hier so übereinander geschlagen und das lege ich alles so übereinander. Und hier kommt jetzt meine zweite Nadel durch, durch alle vier Stoffe, also durch den Stoff und hier auch durch die beiden Stoffe. Auch reinstechen und wieder rausstechen. Und auch da kann man das Ganze einmal ein bisschen zusammenquetschen. Gut mit einer Zange machen, also am besten machen das die Eltern. Jetzt stülpe ich das Ganze um. So, jetzt kann ich mir den Saum hier unten vom Kleid noch ein bisschen schöner abschneiden, zum Beispiel mit der Zickzackschere. Und nun schlüpft Barbie von oben in das Kleid rein. Ich ziehe das Ganze bis oben über die Brust. Und hinten ziehe ich jetzt an den beiden Bändern, an beiden gleichzeitig und mache da einen Knoten rein. Und am besten dann auch noch eine Schleife. So. Und weil das immer noch nicht ganz so aussieht wie ein Kleid, kommt jetzt noch ein weiteres Band, einmal um die Hüfte. Und das binde ich auch hinten zusammen und mache da auch eine Schleife rein. Oder so eine halbe Schleife ist es jetzt bei mir geworden. Und dann ist Barbies Kleid schon fast fertig. Ich habe ja hier noch die Glitzersteine, die setze ich hier oben noch drauf, die sind selbstklebend. Dann können die Haare wieder aufgemacht werden, dann kann es losgehen und Barbie hat ein neues Kleid.
Das hier ist, glaube ich, ein Winterkleid. Das ist ja ziemlich kuschelig. Aber das kann man natürlich mit allen anderen Stoffen auch machen. Und das Praktische ist, wenn man das Kleid dann irgendwann nicht mehr haben will, kann man auch einfach die Nadeln hinten wieder aufmachen. Barbie stört das ja nicht, wenn da hinten eine Sicherheitsnadel drin ist. Das ist ja für sie nicht so unbequem wie für uns. Und deswegen kann man bei Barbie so ein Kleid auch ganz einfach selber machen. Ja, so sieht's aus. Vielleicht möchtet ihr in die Kommentare schreiben, wie euch Barbies neues Kleid gefällt, ob ihr vielleicht so eins nachmachen möchtet. Gerne alles einfach in die Kommentare schreiben. Und sonst abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Schaut auch unsere anderen Videos und bis zum nächsten Mal. Tschüss!